Um was geht es in dem Stück, also in dem Buch? Was sollte der Zuschauer unbedingt wissen? Worauf lässt er sich ein? Es geht um ein Paar, was im Prinzip Kommunikationsprobleme hat. Ja. Es ist so ein bisschen sinnbildlich für meine Generation, also sagen wir Mitte 20 bis Anfang 30, so diese Generation. Man weiß nicht genau, wo steht man, was sind die Ziele im Leben und so weiter. Und damit beschäftigen sich meine beiden Hauptcharaktere. Es ist auch ein Stück über Konsumverhalten meiner Generation. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sinnliches Stück. Also man sieht auch viel Tanz. Also letztendlich geht es darum, dass Ben und Marie zusammenleben, aber nicht mehr miteinander reden wirklich oder nur noch auf sarkastische und ironische Art und Weise. Und die Petite Rouges bringen eine neue Facette in ihr Leben, Ja. die sich auf sehr fatale Weise dann auswirkt auf ihre Okay. Beziehung. Genau, das Also ist es ist so ein ein bisschen. Wechselspiel der Gefühle Genau, für es den ist ein, Zuschauer. genau, also es wird, es gibt ein paar kleine komische Momente, glaube ich, weil man sich erinnert fühlt an eigene Situationen. Also Ja. Pärchen werden sich hoffentlich erinnert fühlen, aber es wird auch sehr viele eher verstörende Momente geben. Man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen, sich entspannt zurücklehnen zu können, wenn die Lesung stattfindet. Das war ja bei Ja. den Petit Rouges immer so, dass man für ein paar Minuten nur komplett eine Lesung hört. Das ist mir auch wichtig, dass die Leute vielleicht sogar die Augen schließen können und einfach zuhören. Ja. Man muss sich aber auch darauf einstellen, ganz schnell wieder in die Realität gerissen zu werden, so wie es auch meinen Hauptcharakteren passiert, nachdem sie das Buch lesen, passiert schnell etwas, was sie aufrüttelt. Okay,